Sandra Burki Heimniederlage 0-1 gegen Bellinzona hat man sich heute sicher anders vorgestellt, oder? Ja, sicher. Wir natürlich wollen natürlich Minimum den Abstand so behalten, wie er vorher war. Und ja, es ist nicht so viel zusammengelaufen heute. Es ist sicher auch eine unglückliche Niederlage. Und schade gewesen, ja. An was hast du das Gefühl, hat es heute gelegen? Ja, ich glaube, in erster Linie haben wir die Chance nicht gemacht bis zum Gegengol, das wir bekommen haben. Dann sind wir dem Rückstand nachgesprungen und gewusst, sie stehen einfach tief und haben kein Goal bekommen. Und wenn es geht, werden sie einen machen. Und das ist für sie das perfekte aufgegangen und bei uns sind die Bälle einfach nicht rein. Es ist die erste zweite Heimniederlage in der ganzen Saison, aber wieder gegen Bellinzona. Was macht es gegen sie so schwierig? Ja, es ist dann natürlich sehr kompakt und die Defensive sind sehr gut und wir haben Mühe gegen sie Goal zu schiessen, aber es geht weiter. Wir haben jetzt gleich viele Punkte über die Zone und wir schauen nach vorne und wir haben den nächsten Match gewinnen. Danke vielmals. Schwell mal 0-2 Niederlage gegen Bellinzona. Wie hast du das Gegengol erlebt? Ja, auf der rechten Seite von uns aus gesehen haben wir nicht doppelt und dann haben sie durch eine schöne Aktion den Schürf sich freigespielt an der Linie unten, spielt scharf rein. An mir vorbei, am Oli vorbei und der Pablo, unglücklich an Pablo und dann kann er sie noch reinschieben. Also relativ billiges Goal und ja, das tut dann halt umso mehr weh, wenn man so verliert. Ja. Trotz grossem Aufwand hat man irgendwie nicht mehr viele Chancen können erspielen. Was macht es so schwierig gegen die Tessiner Mannschaften? Ja gut, man hat schon noch ein paar Chancen gehabt, also ein paar Hochkarätige haben wir gehabt und wir wissen, dass wir nicht mehr Chancen haben gegen diese Mannschaft. Wir haben in den letzten 7 Spielen 1 Goal bekommen. Und, dann haben wir die 200-300%, die wir hatten, hätten wir auch sollen nutzen. Und, ja. Am Samstag geht es gegen Locarno. Was kann man aus dem Match von heute noch lernen? Ja, lernen kann man nicht viel abhocken und führen schauen und am Samstag wieder Gas geben. Viel Erfolg und danke vielmals.